Hallo und herzlich willkommen auf Karls Detailbau. Schön, dass ihr mit dabei seid, denn heute zeige ich euch, was man vor Einbau eines Ofens in Bezug auf die Belastbarkeit des Estrichfußbodens auf jeden Fall beachten sollte. Ich gehe dabei Stück für Stück vor und zeige jeden einzelnen Schritt. Trotzdem ist dies keine Anleitung, sondern einfach nur eine Dokumentation darüber, wie ich dieses Problem selbst günstig gelöst habe. Wenn dieses Video dem einen oder anderen hilft, freue ich mich über einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Vielen Dank! Es gibt ja einige Öfen, die ein besonders hohes Gewicht aufweisen, wie zum Beispiel mein Specksteinofen, der mit fast einer Tonne ziemlich schwer ist und dieses Gewicht auf einer vergleichsweise kleinen Fläche permanent auf den Fußboden einwirkt. Zwar sieht ein Betonfußboden zunächst sehr stabil aus, jedoch werden Estrichfußböden schwimmend auf Dämmplatten gelegt. Und hier liegt der Knackpunkt im wahrsten Sinne. Es kann passieren, dass der Estrich im Bereich des schweren Ofens absackt und bricht. Das kann zu einem großen Problem werden. Nicht nur lose Bodenfliesen, sondern auch ein schiefer, instabiler Ofen kann die Folge sein. Die Folgekosten von Reparaturen für den Fußboden und den Ofen wären dann immens hoch. Um dies zu vermeiden und den Estrichfußboden unter dem Ofen dauerhaft zu stabilisieren, habe ich folgende einfache und günstige Maßnahme durchgeführt. Sobald in Absprache mit dem Schornsteinfeger feststeht, wo der Ofen aufgestellt wird, messe und markiere ich mir 4 Punkte innerhalb der zukünftigen Standfläche des Ofens. Man sollte hier genau planen und auch den Wandabstand des Ofens und den Platzbedarf der Ofenrohre mit einkalkulieren. Jetzt bohre ich mit Hilfe eines 65 mm Dosenbohrers Löcher in den Estrichfußboden. Aufgrund der Größe des Bohrers dauert das einige Zeit, aber es funktioniert einwandfrei mit diesem einfachen Boschhammer. In der Videobeschreibung verlinke ich alle verwendeten Werkzeuge und Produkte. Wichtig ist, die Bohrung sowohl durch den Estrich als auch durch die darunterliegende Dämmung auszuführen. Dies kann, wie hier, aus Mehrzweckstyropor oder auch aus Styrodur sein. Jegliches Dämmmaterial wird aus dem Bohrloch entfernt. Unter der Dämmung befindet sich die Bodenplatte aus Stahlbeton. Diese ist absolut stabil und tragfähig und bis hier sollte gebohrt werden. Sind alle 4 Löcher gebohrt und gesäubert, lege ich stabile Baufolie gegen ein späteres Aufsteigen von Feuchtigkeit ein. Sind alle Folien eingebracht, wird der Fertigestrich angemischt. Diesen gibt es verbrauchsfertig gemischt im Baumarkt und man muss lediglich Wasser hinzugeben.
Damit werden nun alle Löcher aufgefüllt bis zur Oberkante des vorhandenen Estrichfußbodens. Schön glatt streichen und aushärten lassen. Nun können hier drauf Fliesen verlegt und der Ofen aufgebaut werden. Durch die hergestellten Mini-Pfeiler kann der Ofen nicht absacken und steht sicher auf der Bodenplatte. Der Druck wird abgeleitet und drückt nicht mehr auf den Estrich und die darunterliegende Dämmung. Da im Bereich der Bohrung nur punktuell sehr wenig Dämmung entfernt wurde, gibt es auch nur sehr wenig Wärmeverlust nach unten. Ich habe meinen Specksteinofen mittlerweile fertig aufgebaut und bin sehr beruhigt, dass ich hier die gezeigte Stabilisierung des Fußbodens im Vorfeld durchgeführt habe. Ich hoffe, dieses Video hilft euch bei der Planung, falls ihr auch einen Specksteinofen, Grundofen oder ähnliche Öfen mit schweren Wärmespeicherplatten einbauen wollt. Schaut euch unbedingt auch meine Videos zur Schornsteinsanierung und zum Aufbau des Specksteinofens an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bitte unterstützt diesen Kanal mit einem Abo. Über einen Kommentar freue ich mich auch sehr und ich wünsche viel Erfolg bei euren Projekten. Bis zum nächsten Mal, euer Karl.